So, in diesem Video schauen wir uns eine Beispielaufgabe an zur Berechnung des Wiederbeschaffungswerts. Und dieser Wiederbeschaffungswert ist halt wichtig, um die Höhe der kalkulatorischen Abschreibungen zu berechnen. Das Beispiel lautet wie folgt. Ein Unternehmen hat eine technische Anlage für 100.000 Euro erworben und die Maschine soll 4 Jahre genutzt werden. Geplant wird mit folgenden Produktionsmengen: im ersten Jahr 8.000 Stück, im zweiten Jahr 12.000 Stück, im dritten Jahr 14.000 Stück und im vierten Jahr 6.000 Stück. Der Wiederbeschaffungswert der technischen Anlage liegt in 4 Jahren voraussichtlich bei 120.000 Euro. Wenn wir also in 4 Jahren, wenn die Maschine planmäßig kaputt geht, die Maschine ersetzen wollen, kostet uns das 120.000 Euro wahrscheinlich. Und die Aufgabenstellung lautet: A. Ermitteln Sie die kalkulatorischen Abschreibungsbeträge für die einzelnen Jahre nach der Methode der Leistungsabschreibung. Und B. Ermitteln Sie die linearen kalkulatorischen Abschreibungsbeträge für die einzelnen Jahre. So, fangen wir erstmal mit der A an. Die Abschreibung nach Leistungseinheiten geht ja von einem Gesamtleistungspotenzial eines Vermögensgegenstandes aus. Bei einem LKW sind das zum Beispiel die Kilometer, die das Fahrzeug über die Nutzungsdauer leisten soll. Und bei einer Fertigungsmaschine, so wie hier, kann das die Stückzahl sein, die die Maschine insgesamt während der Nutzungsdauer schaffen soll. Zur Berechnung der Jahresabschreibung ermitteln wir bei dieser Methode zunächst den auf eine Leistungseinheit entfallenden Abschreibungsbetrag. Und hierzu dividiert man die Wiederbeschaffungskosten durch die geschätzte Gesamtleistung. Und bei dieser Anlage erfolgt die Leistungsabschreibung nach den in den 4 Jahren gefertigten Stückzahlen. Und wenn wir dann Wiederbeschaffungswert durch Gesamtleistung teilen, erhalten wir einen Abschreibungsbetrag pro Stück in Höhe von 3 Euro. Haben nämlich 120.000 Euro als geschätzten Wiederbeschaffungswert und insgesamt 40.000 Stück als Gesamtleistung dieser Maschine. Und durch Multiplikation des sich so ergebenden. Und wenn wir das dann mit den Stückzahlen in jedem Jahr mal nehmen, erhalten wir dann die Abschreibungen für jedes Jahr. Im ersten Jahr haben wir also 3 Euro mal die Leistung von 8.000 Stück, macht 24.000 Euro und so weiter und so weiter. Und das ist auch schon die A. Und in der B sollen wir dann die kalkulatorische lineare Abschreibung berechnen. Und die lineare Abschreibung ist nichts anderes als eine gleichmäßige Kostenverteilung auf die Jahre der Nutzung. Der jährliche lineare Abschreibungsbetrag ist also nichts anderes als Wiederbeschaffungswert durch Nutzungsdauer. Und in diesem Beispiel sind das 120.000 Euro durch 4 Jahre, macht 30.000 Euro Abschreibungsbetrag pro Jahr. Das passiert jedes Jahr gleich. Das sieht dann so aus.